Scheiße! Lauf! Lauf! Schieb das Ding weg! Oh Gott! Oh Gott! Mach das Ding zu! Hi, Bro. Liebling, Hure. Okay, er kann wenigstens da nicht herkommen. Okay. Warte ich jetzt, bis er herkommt? Oder kommt er? Ja, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt! Oh mein Gott! Fuck it. Bitte komm nicht hier. Bitte komm nicht hier. Bitte. Ja, aber ich bleib bei meiner Gestalt. Ich glaube, damit bin ich zufrieden. Ich mag meine Gestalt, okay? Boah, wo ist der Drecksack? Der wird mir gleich so einen Jumpscare verpassen. Ah, ne, der ist da vorne, okay. Wo ist er? Scheiße, egal. Lauf, lauf! Er war in der Sporthalle! Er war in der Sporthalle! Ich dachte, er ist in diesen Raum mit den Spinden reingegangen. Aber es... Er war einfach in der Sporthalle. Nee. Kannst keinem erzählen. Ich brauch sofort eine Therapie nach dem Spiel. Ich weiß halt nicht, wo er ist, ne? Bitte tut mir nichts! Oh, er lässt mir eine Chance! Er lässt mir eine Chance! Lauf! Nimm dein Bein in die Hand und lauf! Ich renne und sprinte wie ein wildes Tier! Toll! Und was habe ich jetzt tun können? Och Gott, och Gott. Was habe ich da jetzt tun können, hä? Also jetzt mal ehrlich. Okay, ich bin gerannt, aber... Ah, scheiß drauf. Ja, der hat mich einfach eingeholt. Mei. Ist ja nicht unfair oder so, Entwickler, ne? Nee, da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte. Na gut, haben wir auch dem seine Todessequenz gesehen. Und wir sind einmal mehr gestorben im DLC als im Hauptspiel. Aber okay, ja, scheiße. Egal, ist mir mittlerweile egal. Aber ja. Gut. Bei dem Freak. Ich glaube, da sterben die meisten sehr oft.
Ach, komm schon, was willst du von mir? Ich hab dir doch nichts getan. Oh Gott, 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 lauf, 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 geh du los! Holy shit. Jetzt lauf. Lauf, Buddy! Lauf, 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 lauf! Okay, er hat uns nicht gesehen, jetzt müsste es klappen, okay. Hätte es vor allem nicht auch so klappen können. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass der DLC mich, obwohl ich den DLC schon kenne, es schafft mich nochmal so krass runterzuziehen. Im Sinne von schlimm, einfach psychisch total. One more. I try. You all betray me. You can hang like the rest of them. Oh nein. Aber die anderen hängen kopfüber. Ja, wobei, nee. Ja, ich habe viel trainiert. Hold still. God damn it, what are you? Damn it, darling. No, you need to be. Ja, komm schon. Hä? Hä? Ist so... Been beautiful. Und damit sind die Scheidungspapiere unterschrieben. Ich hab zwar keine Ahnung, was passiert ist, aber ich bin so froh, dass es passiert ist. Und es war mir klar, dass er was aufschreibt. Er ist tot. Der Amateur, Chirurg, künftiger Vater, Ehemann. Seine Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir auch total Mühe. Aber ich muss lachen. Alter. Was ist da jetzt passiert? War ich zu schwer und ich habe ihn irgendwie mit da hochgezogen? Oder? Kein. Das ist mir auch total egal. Ich werde jetzt gehen. Ich verlasse jetzt diesen Ort und komme nie wieder zurück. Jetzt ergibt der Sinn von, ich kann schon nicht mehr sprechen. Sprechen und keine deutschen Sätze mehr bilden. Jetzt ergibt der Satz von Domi endlich mal Sinn. Oh Gott. Aha. Eine brennende Kirche. Leichter zu mir. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wir wussten das auch im Hauptspiel noch nicht so wirklich. Wo ist Gott, wenn man ihn mal braucht? Gott war hauptsächlich im Hauptspiel unterwegs. Ja, das ist die Szene, als Miles in die Kirche kam und Vater Martin sich in Brand gesetzt hat. Nur dass es ein bisschen her ist, seitdem Vater Martin sich verbrannt hat. Und Miles müsste unten jetzt schon beim Warrider sein. Sick
tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. Not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the chunk. Amen. 7 mal einer an. Traeger. Den haben sie wahrscheinlich vom Fahrstuhl hochgezogen. Diener und Beschütze. Private Polizisten, Söldner, private Armee, wie auch immer die sich jetzt nennen. Sie sind genauso hilflos wie wir. Ich muss hier raus entkommen. Oh ja. Und ja, vielleicht, falls sich jetzt der ein oder andere fragt, bei Eddie Glaskin vergingen ja 12 Stunden, als wir gewartet haben im Spind. Und, oh scheiße, die schießen. Was? Auf alles, was sie bewegt? Nein, 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 Bro, nein. Nicht auf mich, bitte, bitte, bitte. Ich schwöre. Ah, da ist ein Dokument. Weil bei Glaskin sind ja 12 Stunden vergangen und deswegen sind wir halt quasi jetzt, hat es jetzt ein bisschen gedauert, oder in der Zeit ist halt meist alles durchmarschiert. Von Helen Grenett. Treff Rudolf Wernickes Ausstieg. Sehr geehrte Herren, der Grundstein wurde gelegt, um einen ereignislosen Auftritt von Rudolf Wernicke aus den tragenden und finanziellen Systemen von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeiten und den Angestellten entgegenwirken, welche ihn in netter Weise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlegung der Patienten 14.268 bereits geplant. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projekts. Meine Wissenschaftler haben Wernickes Unterlagen durchforstet und fanden keinen Hinweis auf die drei luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernicke durch den teilweise Erfolg mit seinem Patienten Billy, Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt war, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung dieser Ressourcen ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abgeschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftige Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Grenett, Murkoff Abteilung für juristische Schadensbegrenzung. Ja gut. Das ist auch so eine Sache für sich, ne, mit den Frauen. Oh scheiße, wir müssen uns, glaube ich, geduckt halten. Bevor der uns erschießt. Schnell, renn. Wobei, wir können wieder normal laufen. Wie das denn? Oh, aufpassen. Ah, hallo. Mein alter Freund. Ganz ehrlich, ich habe dich in Eddie Glaskins Zeiten sogar vermisst. Das ist krass. Der Typ hat mich fertig gemacht. Ich bin jetzt auch total rot. Ich bin total warm. Ach du Scheiße. Boah. Also, das ist echt krass. Ah, die Sonne geht auch auf. Also nicht die Kirche ist das alleine, was hell erhält, sondern die Sonne geht mittlerweile auf. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Oh ja, das ist ein sehr gutes Zeichen. Das ist der Ausgang, Leute. Finden wir endlich Frieden? Beziehungsweise ist das der Gang, wo wir erlöst wurden? Oh, den Raum kennen wir. Den Raum kennen wir. Da ist Miles anfangs hereingekommen. Der Fernseher ist angegangen und wir haben so ganz plötzlich angegangen und wir haben uns da erschrocken. Dieses... Keine Ahnung, was das ganz der erste Part, die ersten
Schritte, wo wir in dieser Villa gemacht haben. Genau. Genau, ich glaube, hier war dann auch unsere erste Batterie. Ja, ja. Oh, wir konnten aber in diesen Raum nicht. Siehst du, da ist noch ein Dokument. Transfer Autorisation für Patienten. Von Murkoff Psychotic Systems Mount Massive nach Murkoff ARD. Zeichner, Einrichtung, Warnung, Level, Tribal, Schwarz, Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, psychischer Fixierung und separate adaptive Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer der Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Meter zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind psychisch blind, aber nicht unsehend. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Project Warrider ist nicht gültig. Für Informationen über die Patienten 14.306, 8, 14.000, ja und so weiter. Erstens, eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechend Protokoll eingerichtet werden. Wer sind denn diese ganzen Patienten 14.000 und so weiter? Wer ist das denn? Weil die kam jetzt schon im zweiten Dokument vor. Oder drei mittlerweile. Keine Ahnung. Oh, und da ist sogar der Dude, der damals die Toilette zugesperrt hat. Wir konnten damals nicht rein, aber jetzt schon geil. Exklusiver Inhalt in Outlast. Ja, ich werde auch schon langsam verrückt. Ihr seht schon. Aber da, wo Mais drin war, können wir nicht mehr rein. Ja, und alle Türen sind abgesperrt. Action Hall. Ah ja, hier waren wir auch mit Mais. Ja, stimmt, stimmt. Ah, jetzt sind wir hier in der großen Halle. Aber alles scheint so ein bisschen abgesperrt zu sein, ja. Wer auch immer das getan hat, dass aus weiterem Himmel sich jemand entscheidet. Okay. Da ist sogar die Tür offen unten. Oha. Da ist die Tür offen. Jemand hat die aufgemacht. Wahrscheinlich die Security. Auf geht's. Oh. Wir können wirklich frei. Wir können wirklich frei kommen. Sollen wir doch mal in den Keller? Nein, 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 nein. Wie ist es? Mr. Park. How the fuck are you still alive? Let's make a deal? You help me? I'll help you. God, I'm stuck like a pig. Niemals. Jeremy Blair. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte heute mit Salz bedecken und vergewaltigt lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa. Hoffen wir es. Ich traue dem nicht. Kein Stück. Niemals. Der wird doch jetzt gleich was machen, oder nicht? Das war so klar. Du Drecksschwein! No one can know. No one. Kleiner Hu. Der Warrider. What the fucking hell? Alter. Er wurde zerteilt. Wie so ein Brot.
Boah, da schaut sogar die Knochen raus. Schaut ihn euch an, den Mistkerl. Schaut ihn euch an. Jetzt schaust du nicht mehr so dumm aus der Wäsche. Alter, Junge, Junge. Aber wir sollten nicht mehr lange weilen. Laufen wir nach draußen. Die Hoffnung. Wir können hier raus, ein für alle Mal. An diesem gottverlassenen Ort. Weg von dieser Anstalt. Wir tragen alles in die Öffentlichkeit. Nimm dein Bein noch in die Hand, diese paar Schritte und lauf. Und da ist Mais Auto. Da ist Mais Auto. Schnell. Lauf. Lauf. Und der Schlüssel steckt? Okay. Das ist Miles. Er wurde am Ende des Hauptspiels zum Warrider. Nein. Komm schon, Miles. Wie es scheint, haben wir es geschafft. It's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Ganz ehrlich. Ja. Und damit, meine lieben Damen und Herren, die Credits zu Outlast Whistleblower. Ja, mein Fazit. Generell zum Spiel vielleicht insgesamt, also zum Hauptspiel, weil da habe ich ja in der letzten Quelle jetzt nicht so viel gesagt. Krasses Spiel auf jeden Fall. Ich liebe dieses Spiel im Sinne von, weil es halt etwas ist, was man damals oder zum Teil zu heute auch so noch nie hinkriegt, bekommen hat. Dieses Horror und dieses wirkliche Druck sein, diese Verfolgungsjagden und so weiter, das hatte man in Outlast erstmals so richtig schön und flüssig und gut gemacht. Red Barrows hat einen super Job gemacht und die geben sich ja wirklich immer sehr viel Mühe in den Spielen. Wir warten ja auch alle schon auf der Outlast Tries, aber die geben sich so viel Mühe, dass die Bugfixing betreiben. Hast nicht gesehen, dass eigentlich komplett der Gegenteil wie der Pokémon Company, so ungefähr. Oder halt eben. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall geben sie sich sehr Mühe. Der Soundtrack an sich ist bombastisch für ein Horrorspiel. Richtig krass. Also die Atmosphäre, sowohl als auch das generelle Spielsystem. Einfach, dass du nur eine Kamera hast und Nachtsicht einblendest, das ist einfach heftig, das ist echt heftig, dass so ein simples Thema ein so cooles Spielprinzip aufbaut und das auch echt innovativ ist auf Dauer, ne? Und die Antagonisten. Ja, ich glaube, die größten sind Chris Walker, in Klammern die Schwänzenmänner, wobei die ja nur Vater Martins Gehilfe sind. Traeger.
Frank Minera, der Fleischemann, und Eddie Glaskin. Und der Wallrider natürlich, sowohl als auch der Jeremy Blair und die ganzen Mitarbeiter von Murkoff. Aber ich gehe jetzt nur rein von den Verfolgern. Chris Walker, eine Legende, der Typ ist, Alter, von dem kannst du nur Schiss haben. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass die so ein bisschen mit ihm übertrieben haben, muss ich sagen. Ich hätte mir so ein paar mehr Bösewichte vielleicht noch gewünscht. Oder zumindest einen weiteren und dafür nicht so viel Chris Walker. Aber ich kann es verstehen, weil Chris Walker ist so das Gesicht von Outlast. Zu Recht natürlich. Aber ich muss tatsächlich sagen, irgendwann war er so ein bisschen fat. Also irgendwann hab ich mir gedacht, ja okay, ist jetzt auch mal gut. So kommt jetzt zum tausendsten Mal schon. Aber dass ein Outlast Whistleblower jetzt nochmal auftauchte, war schön. Kleine Easter Eggs, die Schwänzelmänner auch. Am krassesten und irgendwie auch am coolsten fand ich Eddie Glaskin, weil ja, sie haben sich was getraut und ja, es war, Outlast Whistleblower war schon ziemlich übertrieben als das Hauptspiel, ne? Aber ich muss sagen, allein deswegen finde ich ihn so interessant oder einfach so, das finde ich das Besten, weil die sich bei dem einfach was getraut haben, so richtig was getraut haben. Und natürlich die Frank Minera, der Kannibale, war auch krass, ja. Sowohl als auch Traeger, der Arzt, das sind so Sachen, es sind geniale Ideen, wo man so eine Anstalt echt wirklich gut integriert hat. Und wirklich, ich freue mich, wenn ich nächstes Jahr mit euch Outlast 2 Let's Play und dieses Jahr dann auch hoffentlich endlich mal The Outlast Tries. Leute, wenn es euch gefallen hat, das gesamte Outlast, sowohl als auch Outlast Whistleblower DLC, das gesamte Let's Play, dann würde ich mich gerne für ein Däumchen und für ein Abo freuen. Und ja, ich hoffe, ich habe es für euch auch schön unterhaltsam gemacht. Falls ihr keine weiteren Videos verpasst, schaut gerne bei mir vorbei. Und wir sehen uns bei einem neuen Video. Bis dahin und ciao.